Ja, ich grüße Sie und euch herzlich aus der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Ich weiß, dass es euer letzter Abend ist und dass es darum gehen wird und gehen soll, euch und uns allen Mut zu machen und wirklich zu sehen, wie wir diese sehr schwierigen Zeiten in der Gesellschaft und an und für die Hochschule neu gestalten können. Und darum wird es mir gehen und vor allen Dingen einen ganz, ganz tiefen Respekt für die Arbeit, die ihr in diesen Sammelband, in diese Tagung organisierte Halbbildung gesteckt hat und meine absolute Bewunderung für das, was ihr jungen Menschen getan habt. Ich war letzt auf einer Tagung eingeladen des Bayerischen Wissenschaftsforums und dort ist, was ich mit Verlaub als absolute Frechheit bezeichnen möchte, der Satz gefallen oder das Wort, dass Lehre heute nur noch Wissenschaftskommunikation sei. Also die Idee, dass wir als WissenschaftlerInnen in einem hehren Elfenbeinturm sozusagen auskaspern können, was die Wahrheit ist, was Wissenschaft ist und wir es eigentlich nur von oben nach unten zu euch jungen Menschen und zu anderen Menschen runterkommunizieren. Das heißt, dass Lehre heute heißen soll, über Menschen zu reden, über euch zu reden und nur zu euch weiterhin zu sprechen. Aber es soll kein Gestalten mit euch geben. Es soll kein gemeinsames Sprechen geben. Und vor allen Dingen sollt ihr nicht ermutigt werden, aus eurem Leben, aus eurer Erfahrung mitten in diesen Krisen zu sprechen. Ihr habt das kritisiert und völlig zu Recht. Und das richtige Gespür in dieser organisierten Halbbildung, dass diese Art von Wissenschaftsverständnis, was ein Wissen von oben ist oder von oben sein soll, mit extremen Machtstrukturen gepaart wird, vor allen Dingen mit kapitalistischen Machtstrukturen, die dann darauf auszielen, dieses Wissen, was sozusagen von oben in euch reingetrichtert wird, dann als Extraktion zu nutzen und für andere Menschen und für die Wirtschaft zugänglich zu machen. Ich denke, was ihr geschafft habt, und ich habe es euch hier mit einem Bild gezeigt, ist das, was ich den notwendigen Sturz des Ikarus nenne. Ich glaube, ihr kennt alle noch irgendwie vage aus der Schule, oder ich hoffe es noch, den Ikarus, der fliegen lernen wollte, der mit seinem Vater Flügel gebaut hat, aber dann viel zu hoch über die Welt sich erhoben hat, der Sonne, diesem Versprechen nach Allmächtigkeit, zu nahe kam und dann abstürzte. Ich denke, dass wir diesen Absturz brauchen. Ich denke, dass die Krisen dieser Welt zeigen, dass wir mitten von und aus der Erde lernen müssen, über unsere Erfahrungen zu sprechen, uns auszutauschen. Ich meine, dass wir die Übersichtlichkeit komplett verloren haben, auch als WissenschaftlerInnen. Und was ihr geschafft habt, ist eine ganz tolle Haltung. Ich sage, es sind so ungefähr ein Fußbreit über dem Boden. Ihr habt berichtet und werdet viel euch ausgetauscht haben über eure Erfahrung, über das Leid in der Wissenschaft, über das, was ihr eigentlich aus Gesellschaft ausdrücken wird. Und ihr habt euch aber nicht komplett vernichten lassen. Ihr seid nicht komplett auf dem Boden aufgeschlagen, sondern ihr konntet euch und habt es geschafft, euch sprachlich ein wenig zu distanzieren und zugleich mitten im Geschehen zu bleiben. Ich denke, es ist heute eine der wichtigsten Aufgaben der Wissenschaft, diesen Sturz des Ikarus nachzuvollziehen, wo ihr Vorarbeiten leistet, um aus einer solchen Perspektivität zu lernen, mit Menschen zu kommunizieren, mit ihnen zu forschen und nicht über sie. Das halte ich für das Wichtigste der transformativen Wissenschaften, die wir hier auch in der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung entfalten. Ich habe euch hier das Zitat von Michel de Certeau genommen, sagen, natürlich ist dieser Absturz immer noch in den alten Strukturen. Das, was ihr berichtet habt, passiert in den Hörsälen. Es passiert dort, wo die Macht wirkt, wo dieses Art von Wissenschaftskommunikation euch erreicht. Und de Certeau schreibt, genau wenn sich das ausweitet, wenn es sich verschärft, wie es heute unter Bologna-Reform der Fall ist, dann müssen wir eigentlich untersuchen, wie es uns gelingen kann, uns nicht darauf reduzieren zu lassen. Und dieses nicht reduzieren zu lassen, ist leidbehaftet. Ich glaube, ihr werdet auch immer wieder merken, wie belastet ihr seid, wie das Gefühl von Ohnmächtigkeit euch erfasst. Und genau deswegen kommt es trotzdem darauf an, zu verstehen, wie wir jetzt in diesen Strukturen wohnen können oder sie so lange bewohnen können, bis sie aufbrechen und andere werden. Und ich meine eben nicht, dass wir darauf warten können, dass uns irgendjemand von außen, von den Machtstrukturen von oben helfen wird, diese Transformation zu erlangen. Und deshalb möchte ich euch mit einer einzigen Folie helfen, zu verstehen, welche Möglichkeiten wir alle haben, welche Versuche gestartet werden können, welche, wie ich es nenne, Taktiken und Strategien
ja, und insgesamt widerständige Praktiken möglich sind, um diese Universität von unten her zu bewohnen und letztlich auch zu transformieren. Das Bild, was ich nutze, die meisten von euch werden es auch noch aus der Schule oder eben auch aus der Universität kennen, ist die Idee des gewaltigen Kreislaufs der Steine, der Plattentektonik, wo wir wissen, dass untergründige Kräfte, dynamische Kräfte, die von der Erdoberfläche aus nicht erkennbar sind, nicht berechenbar sind, nicht erfassbar sind, selbst die gewaltigsten Strukturen, das Felsenfeste in dieser Welt zur Seite schieben, aufbrechen, zu Explosionen bringen können und letztlich umformen. Das heißt, ich meine, dass wir den dauerhaften Wandel und die unglaubliche Dynamik des sozialen und ökologischen Lebens auf unserer Seite haben und merken und lernen sollten, wie wir das für uns nutzen. Ich habe euch hier unterschiedliche Strategien, die sozusagen diesem Bild angepasst sind, und ich möchte sie ein wenig vorstellen, ein ganz wenig in wenigen Worten skizzieren, sodass ihr vielleicht wie eine Landkarte oder wie so einen ersten Atlanten habt, wo ihr sagt, das könnt ihr machen. Und das Wichtigste ist für mich, dass wir uns nicht mehr wechselseitig als Konkurrenz sehen, sondern verstehen, wie auch im Kreislauf der Gesteine, wie in der Plattentektonik das alles zusammenwirkt. Das eine sind, was ich heterotopische Strategien nenne. Heterotopien sind Orte, die schon nach neuen Regeln funktionieren. Sie sind meistens, sie sind schon in Erscheinung getreten, sie funktionieren auf andere Weise und gleichzeitig sind sie aber noch aus relativ weichem Gestein gebildet. Sowas versuchen wir an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Nein, wir versuchen es nicht nur, wir machen es. Wir sind über die Oberfläche gekommen, wir sind staatlich anerkannt, wir sind nach allen Bologna-Kriterien nach außen hin geschützt und akkreditiert, und gleichzeitig ist es ein völlig anderes transformatives Lernen, was vor allen Dingen diese Untergründigkeit, diese Idee, dass wir nur einen Fuß über der Erde noch mitgestalten können, ernst genommen ist, und vor allen Dingen auch das Mitforschen und Mitgestalten der Studierenden. Das ist nicht für euch alle möglich. Es erfordert sehr, sehr viele Kräfte. Was aber auch gibt, ist das, was ich untergründig experimentell nenne. Und das habt ihr vor allen Dingen in eurem Sammelband und wahrscheinlich jetzt auch in der Tagung unglaublich gut erforscht. Das heißt, man schafft es nicht an die Oberfläche. Nein, man schafft nicht dafür, Bologna-Punkte zu kriegen. Nein, es ist nicht irgendwie gleich staatlich anerkannt. Und gleichzeitig ist es trotzdem das, wo ihr Wissen euch aneignet, wo ihr das Leid austauschen könnt. Wo eigentlich die gesamte Dynamik hervorbricht, die aber eben noch keine offiziellen Strukturen und Ressourcen sozusagen hat. Hier ist die Hauptressource eure Gemeinschaft, hier ist die Ressource das Zusammenhalten und die unbändige Freude auch in dieser Lebendigkeit und in der Erfahrung wissen zu wollen. Es sind meistens auch Strategien, die in die Gesellschaft hinausgehen und zu aktivistischen Gruppen den Kontakt aufnehmen. Dieses Aktivistische wird noch deutlich, ihr habt das geschrieben in eurem Sammelband, dass die widerständigen Praktiken verschwunden sind. Widerstand heißt, mit diesen neuen Praktiken tatsächlich versuchen, das Alte aufzusprengen, Vorlesungen zu sprengen, Gebäude zu besetzen, aber auch andere Arten von widerständigen Taktiken, und das wird notwendig sein. Und hier haben wir natürlich immer das Zusammenspiel zu zivilem Ungehorsam, zu gewaltlosem Widerstand und Ähnlichem. Auch das ist ein ganz eigener Bereich und der gehört unbedingt wieder in die deutschen und internationalen Universitäten. Wir haben aber noch andere Möglichkeiten. Das eine ist natürlich die Erosion, die eigentlich mit der Tektonik, mit den ursprünglichen Kräften nichts zu tun hat. Eigentlich müssen wir dort gar nicht so viel tun, weil sich die Universitäten im Moment selbst aushöhlen, sie zerbröseln, sie zerbrechen wie alte Institutionen, die dysfunktional geworden sind. Aber natürlich können wir das stärken, darauf können wir hinweisen. Ansonsten würde ich mich mit diesem sehr kleinteiligen, langfristigen Abtragen von Institutionen nicht so sehr beschäftigen wollen, weil es euch unglaublich erschöpfen wird. Das andere ist natürlich auch, wo wir jetzt mit Hochschulleitungen, wo wir auch als Hochschule für Gesellschaftsgestaltung viel versuchen, jetzt anderen Universitäten und euch institutionell zu helfen, sind reformersche Strategien. Das heißt, nicht wirklich was ganz Neues schaffen zu können, aber aus der Notwendigkeit, die von unten her sichtbar wird, aus der Notwendigkeit der Transformation von Gesellschaft zu merken, wie einzelne Strukturen schon umgeschmolzen werden können. Hier können wir auch wieder auf Widerstand und Druck setzen, aber das ist hier eigentlich gar nicht gemeint, sondern meine
Erfahrung ist, dass eigentlich sehr, sehr viele Hochschulleitungen unzufrieden sind, dass die Professuren unzufrieden sind mit dem, was passiert und dass dort Allianzen gebildet werden können, um einzelne Module schon mal umzuschmelzen, um einzelne Studiengänge mit anderen Schwerpunkten, um andere alternative Vorlesungen einzulagern und natürlich institutionelle Reformen in der Lehrreform, aber auch in den Institutionen in Angriff zu nehmen. Und wie gesagt, mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass es immer wieder ein hoffnungsloses Spiel ist, weil wir in Strukturen spielen, die nicht auf unserer Seite sind, die für Wissenschaftsmacht und kapitalistische Macht geschaffen worden sind und wir sie eben gleichzeitig im Sinne von Foucault und Desarteaux und anderen eben doch bewohnen können. Wir können sie uns aneignen, so wie Menschen heute in Hochhäusern leben müssen, die nicht nach ihren Vorstellungen und ihren kulturellen Werten gebaut sind, wie wir im medizinischen System leben sollen, obwohl sie eigentlich unsere Krankheit nicht widerspiegelt, wo wir in Supermärkten sind, wo wir eigentlich, also wir sind immer in Strukturen, die nicht für dieses konkrete Leben, nicht für euren Wunsch nach Mitsprache und Mitgestaltung geschaffen worden sind, die wir aber so lange besiedeln können, bis sie in sich zusammenbrechen und wir neue Strukturen von unten aufbauen können, sodass sie Schutz für Lebendigkeit und Gestaltung bieten werden. Vielen Dank.